und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Günther, dem Hühnerkönig in Mountain Blade Bannerlord. Wir wollen die Armee da hinten empfangen, die wir letztens schon mal begrüßen wollten, wo wir da aber den falschen Form von Ausfall gemacht haben und noch mitten in der Nacht. Also ich hätte nichts dagegen gehabt, gegen die zu kämpfen, aber dann noch mitten in der Nacht, das wäre so ein 10-15 Minuten Kampf gewesen, wo ihr nichts gesehen drin hättet. Ja, klar hätte ich ihn rausschneiden können dann in der Nachhinein, aber ich weiß nicht, irgendwie hat sich spontan einfach falsch angefühlt, deswegen wollte ich laden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gleich 15 Minuten verschwenden dafür. Aber hey, wir haben es nachgeholt. Alles gut. Diesmal mache ich es richtig. Ich schwöre. Nur um es gleich wieder. Gut, selbst wenn wir es falsch machen, wenn ich diesmal lade, habe ich den Punkt, wo ich hier bin. Das ist also quasi gleich im Weg. Ich würde sogar jetzt nochmal speichern, dass ich das hier nicht nochmal machen muss. So. Schmiede wird noch ein bisschen brauchen. Aber ja, heute... Mal gucken, ob ich es heute schaffe, mir was Legendäres zu schmieden. Wäre ganz cool. Wir warten einfach eine ganze Weile, weil ganz ehrlich, Amaterys ist hier einfach das Hauptziel unserer Gegner. Amitatys, Entschuldigung. Ich sag immer mal, ich weiß nicht warum. Anschließen. Feind ist gewarnt, ein Hinterhalt ist derzeit nicht möglich. Ausbrechen. Ihr habt euch einen Plan zurechtgelegt, euch einen Weg durch die Angriffe zu kämpfen, um aus eurer Festung... Nee, das ist tatsächlich das Fliehen. Und das Ausbrechen ist einfach nur ein Sally-Out, ne? Das ist einfach nur komplett... Haben die das entfernt? Es gab doch mal die Option, einfach das Belagerungslager anzugreifen. Oder geht das erst, sobald die das auch aufgebaut haben? Ja, das steht doch schon, oder? Ich verstehe es nicht. Wir dürfen selbst kommandieren, was wir bauen. Cool. Ist aber total seltsam, weil soweit ich weiß, ging das doch mal. Haben die das wieder entfernt mit einer der Versionen? Dass man so einen Ausbruch macht einfach? Jetzt haben wir auf jeden Fall viele Mangen. Das könnte lustig werden in der Verteidigung. Feind ist gebannt. Ausgerückt, um anzugreifen. Nee, es ist tatsächlich. Aber ich weiß, dass ich das sogar schon mal im Let's Play gemacht habe. Klar, ich habe es selten gemacht, weil ich es nie groß genutzt habe, aber... Moment mal, wir können hier sogar... Ah nee, das sind die feindlichen Tribocke. Die blieben. Ah, jetzt... Hinterhalt. Jetzt geht's. Wahrscheinlich ist Hinterhalt damit gemeint, oder? Ja, das ist das. Das ist das. Warum auch immer da... So, machen wir gleich mit unseren... Genau, die feindlichen Belagerungsmaschinen zerstören. Und da machen wir jetzt mal Schaden. Das ist der Hinterhalt. Das hieß damals aber auch mal anders. Jetzt gehen wir mit unserer ganzen Kavallerie raus. Hi. Solange es nur wenige sind, kann ich euch ziemlich gut... Könnt ihr mir ziemlich gut eine reinhauen. Ey, sehr gut. So, Belagerungsgeräte zerstören. Ich meine, das heißt, schnell weg, bevor die Verstärkung kommen. Aber mal gucken, wie viel ich da eigentlich noch mitnehmen kann von den Gegnern. Will ich nicht mal ausschließen, dass das ganz gut was wird. Verluste bei den Gegnern einfach zu verursachen. Und zwar in großer Zahl. So, Bock ist weg. Auf die Weise kaufen wir uns auch Zeit. Ja, das ist eh ein Schild, egal welche. Du kannst eh in alle Richtungen blocken. Und da brauche ich nicht mal vortäuschen. Ich finde lustig, wie die Metallschilder auch wirklich so ein Metallgeräusch machen, wenn drauf bonken. Komm, greif an. Oh, wie sich nicht traut. So, jetzt kommen Verstärkungen, glaube ich. Wie schaut's denn aus mit der Truppenaufteilung? Ja, wir sind aktuell noch in Überzahl. Das liegt aber auch wirklich daran, dass wir eben den Gegner überrascht haben. Das wird nicht mehr lange so sein. Jetzt kommen bald die Verstärkungen. Was sagen die Verluste? Wir haben keine Toten.
Leuten verwundet. Die haben 6 Tote. Viel verwundert mit. Wirklich groß was gemacht haben wir dadurch nicht. Okay, jetzt gibt es einen taktischen Rückzug. Wir können auch das Kommando übernehmen. Aber wir haben nur Kavallerie. Mit denen kann ich nicht so viel erreichen. Ich wünschte, ich hätte auch Bogen. Wir haben da 2 Bogenschützen oben. Die werden uns nicht wirklich Deckung geben können. Trotzdem sage ich mal Hi zu euch. Wie sie umdrehen. Hi. Das war schön, einfach nur. Los, holt ihn euch. Moment mal, ist das Günther? Oh, scheiße. Ich möchte noch ein bisschen was mitnehmen. Um die Chancen etwas zu verbessern. Der Feind organisiert sich, das ist mir doch egal. So viele könnt ihr gar nicht mehr sein, habe ich gehört. Irgendjemand schießt da die ganze Zeit auf mich. Ah, hi. Alles kommt doch. Ihr wollt diese Brücke, ja? Ihr wollt diese Brücke? Rückwärtsgang und hacken. Jetzt gibt's Kusait-Geschnetzeltes. Mit der Siegesmusik ist es nochmal ein bisschen ironischer. Fehlt noch das Benny Hill-Theme. Dürft ihr euch... Lasst ihr euch jetzt endlich mal wieder schlagen? Was ist denn hier los? Wird ein bisschen zu viel geblockt für meinen Geschmack. Ihr pariert mir auch zu viel. Hi. Bye. Die versuchen anzuklopfen. Ey, wollt ihr jetzt schon rein, oder was? Wisst ihr was? Wir gucken einfach mal, was hier drin ist mit dem Ausfall. Der Typ aufs mit... Alter, der mit seinem Pferd, der bildet einfach eine Mauer. Was ist denn das für einer? Ich kann die auch gar nicht mehr befehlen, die Schlacht ist an sich vorbei. Wie die klopfen. Die haben echt aufgemacht. Das ist schon frech. Oh, das waren 3 Kills. Nice. Ach ne, die haben das... Ne, die haben es nicht aufgeschlagen, die haben einfach aufgemacht. Der Typ steht halt immer noch. Ich glaube, mehr Truppen kommen jetzt auch wahrscheinlich gar nicht mehr nach. Wir machen jetzt einfach noch die restlichen Kills. Hi. Sag mal, kämpfen. Ihr lauft da gerade einfach nur durch, kann das sein? Es kommt immer noch Verstärkung. Ich meine, okay. Jetzt kämpfen wir wieder welche. Okay, wir müssen jetzt nicht bis zum letzten Mann kämpfen, vor allem, weil wir so mitten im Fallbeschuss stehen. Wir müssen jetzt nicht den Leonidas machen. Und da würde ich sagen, ziehen wir uns mal zurück. Und die bonken wir jetzt eigentlich nur bewusstlos, das will ich gar nicht. Ich möchte euch gerne tot sehen. Alles Angreifer, die mich nicht mehr behelligen. Toll, die sind trotzdem alle. Wo ist losgeschlagen? Ich warte jetzt hinter der Barrikade. Guck, guck. Wenn die Barrikaden plötzlich fließend Hühnerfutter sprechen. Die haben auch nicht ewig Munition. Die schießen jetzt einfach nur ewig auf mich. Der Typ einfach. Das ist doch unglaublich, was der da macht. Schaut ihn euch an! Das ist ein laufender Igel! Der ist auch gerade unsterblich, der hat sich da irgendwie verpackt. Das könnt ihr mir nicht erzählen, dass das so viel aushält. Oberhammerreiter hinterher, aber das ist ja wirklich lächerlich. Jawohl! Wie die sich freuen! Wie sie alle down sind. 3 davon tot. Oh, doch, er ist gestorben! Oh. Alter, was hat denn der ausgehalten?
Das Schöne ist, auf diese Weise kriege ich die auch alle zu Fuß. Das ist keine Kavallerie hier. Irgendwie ist es lustig, ich mache noch ein bisschen. Ich möchte mal wissen, was da drin ist an Potenzial. Ich kann aber keine Statistik sehen, weil die Schlacht eigentlich schon geschafft ist. Verstärkung kann ich auch keine mehr dazu ziehen. Sag bloß, die kommen jetzt noch... da kommen jetzt noch mal Bogenschützen. Die kommen jetzt näher ran. Haben die keine Munition mehr? Es kann gut sein, dass die alles verbraucht haben. Nee, haben sie nicht. Okay. Hi. Günther, der Guerillakämpfer, ich sag's euch. Ab heute steht wieder Kuhseitfleisch auf dem Speiseplan oder euer Pferdefleisch. Wir wollen es ja nicht zu weit treiben. Wir sind hier keine Wilden. Die wollen alle rein? Hallo, wir haben geschlossen. Wir sind noch keine Truppen mehr da. Wo sind die eigentlich? Haben die alle Feierabend gemacht? Sind die in die Taverne oder so? Könnt ihr mir bitte wieder ein bisschen den Rücken zudrehen? Danke. Irgendjemanden, der blockt, erwische ich halt immer gerade hier drin. Günther ist aufgestiegen. Ich frage mich schon durch, wir haben ja kaum Kills gemacht. Irgendjemand schießt mir auch die ganze Zeit in den Rücken. Das ist auch so nervig, wenn ich das mal ganz kurz erwähnen darf, so. Was ist eigentlich, wenn die das Tor offen haben? Habe ich dann verloren? Zeigt nicht mit nackten Armbrüsten auf angezogene Leute. Oh. Ja, das Tor ist kaputt gegangen. Könnt ihr bitte endlich aufhören, euch zu wehren und einfach sterben, wie ganz normale andere Kusait auch? Warum seid ihr so seltsam? Sagt der Typ, der durch 200 Leute durchschnittert, als wäre es nichts. Kommt her! Ich bin noch nicht fertig mit jedem von euch hier. Das Tor werdet ihr bezahlen, habt ihr verstanden? Du da! Gib mir dein Geld! Ui, das war ein Kopfschuss. Das hätte vorher noch hinten losgehen können. Da hinten ist noch einer! Ich darf mich nicht ein einziges Mal mehr treffen. Wie machen wir das jetzt, Leute? Ah so, ich verstehe. Darf ich mal kurz fragen, wie ich dich erreichen kann? Also so auch abseits der Öffnungszeiten, meine ich. Ah, so. Ja. Wie schaut's denn aus? Was habe ich denn tot gemacht? Die haben einfach 118 Tote zu beklagen. Günther hat 285 ausgeschaltet. Ja, nice. Wir haben keine Toten zu beklagen. Ich würde sagen, wir haben die Zahlen ein bisschen... Aber das Problem ist jetzt... Wird's ein bisschen ekliger. Weil ich ein bisschen mich regenerieren muss. Ansonsten kann ich vor dem Kampf nicht so viel mitmachen. Aber ich glaube mal, dass unsere... Mangel da auch ein bisschen helfen. Kann das Ding mal aufhören, mir die Sachen wegzusnappern? Wenn ich mal so Sachen platziere, dann funktioniert das nie so gut. Was ist das für ein Scheiß? Ey, was ist denn das für ein Sniper-Tribok?
Was blietest du dir eigentlich ein? Oh, jetzt ist da noch ein... Oh mein Gott, jetzt würde ich zu gern so einen Hinterhalt machen. Alter, ist ja gut. Das ist ja lächerlich. Dann wird der Tag. Ich mache nochmal einen Hinterhalt. Jetzt müssen sie nur meine Reiter schaffen, die Sachen kaputt zu machen. Ich halte mich ein bisschen zurück. Oh, wir haben uns sogar zur Hälfte wiederholt. Wir machen nur einmal schnell die ganzen Tribocke kaputt. Können wir nicht noch ein bisschen größeres Tor ausmachen in Zukunft? Wenigstens einen zweiten Durchgang öffnen? Können wir uns vielleicht vor der Burg sammeln, bevor wir reinstürmen? Gut, ich könnte ihnen sogar befehlen, sowas zu machen. Oh, Ytvin wurde... Ytvin hat jemanden bei mir. Wer ist denn Ytvin? Was ist das für ein Imposter? Schon nur, dass wir die Leute hier ausgeschaltet bekommen. Das macht sich davon selbst. So, aber wir machen nur die Nahenbelangungskill, dann machen wir auch die Tribocke kaputt. Ah doch, das sind sie. Entschuldige, die blieben. Okay, genau, die noch wegmachen. Wäre schön, wenn ich die Anführer, die ich hier zumindest erwischen, noch als Gefangene mitnehmen könnte oder so. Vielleicht noch als Verhandlungs... als Spielstein verwenden kann für Verhandlungen. Bogenschützen hier mache ich noch weg, bevor die sich wieder ansammeln. Und so da versuchen hier Igel zu bauen, einfach in der Gegend. Na, ich glaube, jetzt haben wir gleich die ganzen Sachen. Ja, hört das mal auf mit diesem scheiß Beschuss hier. Okay, zurück. Dabei belassen wir es. Das nenne ich einen Sieg. Hey, du da! Sieg! War das! Ah, Mann. Ich wollte jetzt zur Feier des Tages, dass das ein Sieg ist, noch einen Kill mitnehmen. Jemand muss noch sterben, bitte. Irgendjemand? Jemand? Keiner? Gut. Ja, ich habe schon was mitgenommen, fast. Ich mache mich auf den Weg zurück und mehr auf dem Weg einfach nur mit, was mir so in den Weg kommt. Okay. Das war ein Erfolg. Wir haben 23 Tote. Wir haben einen Toten zu beklagen. Oh, ein Oberhammerreiter. Das müsst ihr euch mal überlegen bei der letzten Schlacht. Der eine Typ, der einfach zum Schweizer Käse verwandelt wurde und 500 Pfeile in sich drinstecken hatte, der hat das sogar noch... Der ist zwar down gegangen, aber der hat das überlebt. Jawohl, Leute. Ein weiterer Sieg meiner ruhmreichen Armee. Hauptsache, das Ding, was kaputt gegangen ist, hat noch trotzdem noch mal einen Schuss abgefeuert. Och, komm, ey. Oh. Oh mein fucking Gott, das ist doch spontan eskaliert jetzt hier. Wir haben wenigstens ein Feuer. Oh, shit. Oh, shit. Wie weit habe ich mich erholt? Oh, nicht so gut. Der Ausfall war aber jetzt sehr, sehr wichtig, wie es scheint. Da hinten ist der Tribok, den würde ich mir schon gerne holen irgendwie. Milizbogenschützen. Wundert mich nicht, dass die sterben wie die Fliegen hier am Anfang. Oh, da kam ein schöner Schuss rein. Leider schießt der Tribok hier auch rein.
Feuer frei! Oh ja, der war gut. Ey, was für ein Fankämpfer-Spam die auch machen, das ist Wahnsinn. Wisst ihr was? Vielleicht kann ich die ein bisschen locken. Was ist, wenn ich einfach sage, ihr dürft gerne durch? Ich würde nämlich gerne nochmal die Strategie von letztens fahren. Stell dir mal vor, du stehst einfach vor einem offenen Tor mit einem Rambock und fragst dich, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Ich mache es einfach. Ich erspare euch ein bisschen Arbeit, ja? Oh mein Gott, macht das Tor wieder auf! Ihr seid... Scheiße! Das war jetzt... Okay, das ist ja lächerlich. Nee. So machen wir das nicht. Dass die einfach in der Mitte das Tür zu machen können, das ist ja mal... Wann hatten wir gespeichert? Oh, man muss dann immer so ein Kack passieren. Welcher Spielstand war das? Ist das, als wir schon einen Ausbruch gemacht haben? Nee, ich habe noch 100% Trefferpunkte. Ja, ich habe noch keinen Ausfall. Och Mann, mein ganzer Ausfall war umsonst. Och, nö, ey. Das wäre jetzt so eine coole Belagerung geworden. Jetzt muss so eine hinterhältige Scheiße passieren. Wir machen einen Ausbruch. Warte mal kurz, ich würde kurz vorher nochmal gucken, ob ich meine Truppen upgraden kann. Ich nehme nochmal ein bisschen was mit. Beziehungsweise, haben die jetzt einfach länger auf die anderen Truppen gewartet? Das war ja mal die hinterhältigste Nummer überhaupt, ey. Ich dachte, ich gehe jetzt einfach mal raus und dann sowas. Ich wollte die einfach nur durchlocken und dann machen die hinter mir die Tür zu und ich darf die nicht mehr aufmachen. Komm, machen wir es mal so. Vielleicht sind die Tribok jetzt mal nicht so nervig. Und snappern alles instant weg. Die warten jetzt einfach auf die anderen. Komm, wir machen die große Schlacht jetzt trotzdem. Okay, da ist jetzt der Kampf so. Kann man auch machen. Dann mache ich auf diese Weise meinen Ausbruch. Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt sind halt die Tribocke da die ganze Zeit am Schießen. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am besten mache. Ich meine, wir haben ja zumindest einen Tribok, der schießen kann. Ich nehme mir wieder eine Armbrust und Sniper ein bisschen damit dann. Übrigens, nichts, ich möchte es nochmal ganz kurz klarstellen, nichts gegen Niederlagen. Wenn ich jetzt einfach auf dem Feld falle oder so, dann ist es so. Wenn ich eine Belagerung verliere, okay, aber das war ja wirklich mal die kaputteste Scheiße überhaupt. Ihr habt ja selbst ganz ehrlich, wegen sowas zu verlieren, das sehe ich schon mehr als Baggern als alles andere. Auch wenn es vielleicht gewollt ist, dass man, ja gut, aber dass man nicht mehr wieder aufmachen kann, wenn die Truppen das Tor zugemacht haben, finde ich auch so bescheuert. So ein Fall von wegen, das hätte ich gerne früher gewusst. Aber mal ein bisschen mit. Okay, trotzdem über den Kopf drüber geschossen, krass. So, wir machen die Schlacht wieder. Rund um den Toreingang, würde ich sagen.
Und die zweite Armee empfangen wir dann draußen. Ich hätte jetzt gern gegen die 2000 Truppen gekämpft, so ist es nicht. Und ich hätte es gewünscht, dass ein Quicksave davor gegeben hätte, als wir gegen die 2000 gekämpft haben. Dass jetzt auch meine gesamten 300 Kills nichts gezählt haben von dem Ausfall, das nervt mich jetzt auch so sehr. So sehr wie mich die Bleedlenden nerven, mich echt nur überlegen, ob ich da einfach reinstürmen kann. Die kaputt zu machen. Boah. So, es wird wieder. Ah, ich glaube, es ist soweit. Es ist soweit. Lasst mich auch mal einen Stein werfen oder zwei, bitte. Ui, nice. Wie schnell die auch die Steine verbrauchen jedes Mal, das ist schlimm. In Position. Häcksler vorbereiten. Hallo? Ist da noch jemand? Diesmal könnt ihr das Tor nicht zumachen, ja? Gut. Der Rambock steht im Weg. Denn die Truppen? Ah, sind die beim Belagerungsturm rein? Boah, hier sind auch über Stein. Kann ich die noch aufheben? Ich glaube, ich kann die aufheben. Okay, wir müssen jetzt mal die Alternativen loswerden. Damit meine ich zum Beispiel den Belagerungsturm. Oh Gott, die haben den ja sogar schon eingenommen. Wisst ihr was? Weg damit. Tut mir leid für die Leute, die ausgesperrt wurden. Das war jetzt ein wichtiger taktischer Zug, diesen loszuwerden. Ich möchte mehr Gegner. Ah, einen weiteren Belagerungsturm gibt es nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt alle durch den Haupteingang. Das tut mir aber wirklich leid. Lass den mal durch, bitte. Ich habe ihm die Suppe ja eingebrockt. Und anders als gewisse andere Leute in meinem Team, kümmere ich mich um meine Kameraden, die ausgesperrt wurden. Das war die hinterfotzigste Scheiße, die ich je gesehen habe. Das hätte jetzt wirklich so eine Verratsnummer aus Game of Thrones sein können, ey. Wie Günther da draußen stehen gelassen wurde. Weißt du, geht der heldenhaft draußen, um den Sturmbock zu zerstören, zieht sich zurück und die Masche haben einfach zugeschlossen. Kommt jetzt eigentlich mal die Hauptarmee? Habt ihr überhaupt noch Truppen übrig? Was ist denn eigentlich mit euch? Was seid ihr für eine Enttäuschung? Ach so, da drüben. Einen Moment. Habt ihr da drüben noch einen Belagerungsturm? Zeigt das mal auf der Stelle her. Erstmal die ganzen Bogenschützen wegmachen, die nerven wirklich. Ne, die gehen die Leitern hoch. Sag mal, was ist denn eure Priorität? Was geht denn hier die Leitern hoch? Hä? Was geht denn hier Leitern hoch? Das Tor ist offen. Hallo? Habt ihr die Nachricht noch nicht bekommen? Wollt ihr lieber klettern?
Dann wundert euch nicht, wenn ich euch ein bisschen Anschubshilfe gebe beim Klettern. Günther hat wieder ein bisschen Spaß. So, wir uns die Kills auf jeden Fall schneller, die wir letztes Mal geholt haben. So. Gut, das reicht, Leute. Die haben wir ziemlich eindeutig besiegt. So, wir haben dann jede Menge Leute, die mitkommen. Ins Kusait-Gefängnis mit euch. Okay. Oh Gott, der Schweifhelm, der ist ja mal übel. So, ich muss mal ganz kurz Amateurs verlassen. Ich hoffe, dass die Verteidiger, die hier noch sind, die paar, noch ein bisschen aushalten. Weil ich weiß, dass hier gleich noch eine zweite Armee kommt. Haben mir ein paar Vögelchen gezwitschert. Jalmaris wird weiterhin meine Gefängnisstadt werden. Ich glaube, ich muss jetzt häufiger speichern in dem Spiel. Bis die letzte jetzt passiert mir einfach zu viel random Shit. Mehr fürs Gefängnis. Ich glaube, die brechen auch in einer ziemlich guten Rate hier aus. Habe ich das Gefühl. Aber ich kriege jede Menge Einfluss dadurch, das ist gut. Kusso, der Prinz. Ein Wanderer. Mit guter Athletik, Ausstrahlung. Gonorrhoe, er hat Wurf und zweihändig ziemlich gut. Also Kusso könnte ein ziemlich guter Kamerad werden. Aber wir haben die maximale Gefährtenzahl schon. Aber einer von uns ist doch, glaube ich, noch... Ja, du regierst in der Burg. Tirbi. Und Dun Kaleos. Wisst ihr was? Ihr kriegt ja sowieso gerade Kriegserfahrung. Gandaria in Kaleos und Rusbalda in Tirbi. Ihr kriegt einfach zwei Burgen, ist mir egal welche. Wo ist eigentlich die zweite Armee jetzt, die immer gekommen ist ansonsten? Ah, da oben bei der Burg anscheinend. Aber da habe ich ja damals schon eine ziemlich hohe... Gut, so hoch sind es gar nicht. So viele. Da sind die 1000 von letztens, ich verstehe. Dann schlagen wir die noch weg. Sind die jetzt eigentlich zu uns aufgeschlossen? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Würde mich auch wundern. So, Belagerungslager angreifen, ab geht er. Die werden noch umgenudelt. Oh, es ist ziemlich dunkel, aber hell genug, dass man das für eine Schlacht noch nutzen kann. Aber schon so nah an der Grenze für YouTube, nehme ich mal an. Kommen die näher? Ja, sie kommen näher.
Infantry! Get moving! Form our ranks! Footmen! Forward! Soldiers! At them! Hear me! Arms like warriors! Ich hoffe, dass diese Position halbwegs ordentlich ist, um davon zu schießen. Soldiers! Soldiers! Warriors! Zurückziehen, das reicht. Er rennt gerade mitten in die gegnerische Infanterie rein. Hier ist eh gerade die Hölle los. Hier weiß gerade niemand, wo er ist. Ey, um Gottes Willen, wie kommt denn über den Berg? Wir hacken und wir hacken. Angriff! Meine Infanterie macht da oben, glaube ich, ihren Spaß. Dann müssen wir es mit den Bogenschützen. Ich weiß nur nicht, wie gut die von dir treffen. Das Gelände ist richtig seltsam. Wenigstens schießen ein bisschen unterstützend von hier. Jetzt reicht's. Genug mit der Defensive. Seitlich aufstellen, während die Infanterie von frontal weiter stürmt. Pferde machen von selbst, was sie für richtig halten. Ich glaube, meine Infanterie wird gerade aufgerieben, kann das sein? Ah, da kommen sie und drücken durch. Okay, warte, ich muss von der Seite... Die kommen da viel zu vereinzelt. Irgendwie lief das längst nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Das Gelände ist auch richtig weird. Ich habe noch nie so auf so einem seltsamen Gelände gekämpft. So, meine Schützen haben wir sehr gut. Sichtlinie. Wir können jetzt sehr gut auf alles schießen, was jetzt hier gerade versucht abzuhauen. Die Infanterie kommt auch an. Die Infanterie formiert sich mal neu am besten. Obwohl, ganz ehrlich, aktuell sind wir eher Fliehende am Jagen. Von daher hinterher. Meine Infanterie muss sich erstmal durch die ganze Kavallerie durchkämpfen, habe ich das Gefühl. Na, jetzt kommen hier hauptsächlich noch Bauern. Hallo, darf ich mal... Oh Gott, das will ich. Ich würde gerne mal raus. Entschuldigung. Dankeschön. Gott, ist das ein Chaos, diese Schlacht. Okay, die haben doch noch verdammt viel Kavallerie. Aber hauptsächlich sehr viel Pleb-Kavallerie, wenn ich das richtig sehe. Ja, jetzt holen wir auch nur einen Kill nach dem anderen hier gerade. Ihr dürft jetzt auch angreifen. Einfach drauf los.
So, sehr gut. Erst meinen eigenen Typen getroffen, noch ein Pferd mit als Kollateralschaden mitgenommen. Ja, das müsste es gewesen sein. Die ziehen sich jetzt zurück alle. Wir haben fast keine Kavallerie mehr. Wir haben sonst die ganze gesamte Kavallerie geschreddert, aber ist gar nicht mal so schlecht. Mehr kann ich eh nicht so viel anfangen. Boah, jetzt hatte ich jetzt Bock, den für die Ewigkeit zu verfolgen. Ah, das... Boah, sehr schön. Der Oberhammerreiter. Da hinten ist noch einer. Ich sehe ihn. Oh mein Gott. Oh, das, ich sehe den Pfeilhagel entgegenkommen. Oh, jetzt muss ich dem halt ewig hinterherrennen. Dass die halt trotzdem nicht auf... Wenn nur noch einer übrig ist, sind die ewig noch durch die Gegend reiten. Das ist auch so nervig in dem Game. Dass der einfach nicht erkennt, dass die Armee sich zurückgezogen hat und er keine Chance mehr hat und auch einfach aufgibt. Nee, der reitet hier noch ewig und trollt durch die Gegend rum. Das ist äquivalent in Age of Empires 2, wenn jemand 100% verloren hat, aber er versteckt irgendwo noch einen Dorfbewohner in der Ecke und baut nochmal irgendwas auf oder sowas, nur um das Spiel in die Länge zu ziehen. Genauso was ist das? So ein Troll-Move, um dich nur deiner Zeit zu berauben. Guck mal, der ist auch immer weiter weg. Der rennt einfach... Boah. Der rennt einfach immer weiter weg. Jetzt kommt er näher. Oh boy, wenn der mir in die Axt rennt, ey. Jetzt rennt er wieder weg. Jetzt ist er. Okay, dankeschön. Ja, einer von uns hat ihn erwischt. Dankeschön. Wir haben nur einen Toten zu beklagen. Von meinem Trupp zumindest. Von der Miliz und von der Garnison sieht das anders aus. Da kamen wahrscheinlich die ersten Verluste her, weil so viele von den eher schwächeren Soldaten erstmal gespawnt sind. Beziehungsweise von der Bahn. Ja, es hielt sich alles in Grenzen. Das heißt, unsere Kavallerie ist auch noch größtenteils da. Okay, sieht doch gut aus. Dann haben wir da doch schon mal einen guten... Na, den Rest machen wir auch noch weg. Auch wieder ohne Tode. Perfekt. Enough, 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 enough. Ja, ein paar von euch kann ich dann einfach mal mit reinpacken in eine Garnison wieder. Rang runterwärts. Rekrutieren. Ab geht's. Ein paar Sachen mitnehmen. Ich wollte eigentlich schmieden. Das ist heute überhaupt nichts geworden in der Richtung. Ihr kriegt jetzt mal ein paar von denen hier. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Und sind soweit zufrieden mit unserem Fortschritt. Was sagt denn jetzt die Bilanz eigentlich? Ah, die Truppenstärke hat sich ziemlich angeglichen, die zugefügten Verluste sind etwas böse und die Tributzahlungen werden weniger. Wir werden trotzdem noch ein bis zwei Folgen wahrscheinlich gegen die Kusait schlachten müssen, um sie dazu zu bewegen, diesen Krieg zu lassen und einzustellen. Aber wir machen Fortschritte und wenn das so weitergeht, werden wir hoffentlich... Das gibt es nicht, die sind schon wieder oben bei der Burg. Ja, wir haben längst noch nicht alles, aber ein paar Sachen haben wir eingenommen. Hier beispielsweise Burg... Wir haben noch mal eine Burg eingenommen. Da schaut mal einer her. Jemand ist mein Trupp. Ah ja, stimmt. 400. Das ist ja frech. Könnt ihr das bitte sein lassen? Dankeschön. Enough. Stop. Stop right there, Criminal Scum.
kann es ja nicht mit den Gefangenen, die ich habe. Jetzt einfach Garnison hier lassen. So eine Ravioli ist hier entkommen. So, ein bisschen Hinterland aufräumen, während wir vorne die Stellung halten. Das klingt schon gut. Jetzt kommen wir mal ein paar Leute rein ins Verlies. Ach, das ist meine Stadt. Deswegen kriege ich keinen Einfluss draus. Na egal. Könnte schlimmer sein. So. Gib mir zumindest Truppen. Verteidiger gibt es hier anscheinend genug. Ja, das sieht gut aus. Dann würde ich mal vorgehen und da mal ein paar Truppen da lassen. Oh ja, gib mir die Burg bitte. Perfekt. Dann kann ich das gleich als Lehen weitergeben. Apropos, das machen wir auch gleich mal. Ich habe keine Ahnung, ob meine Leute hier ein bisschen Erfahrung sammeln konnten oder nicht. Wir werden es sehen. Ist er doch jetzt bestimmt schon mittlerweile auf hier drin, oder? Ja. Daria war eine von euch. Dienste belohnen. Turby war eine der Burgen, das weiß ich noch. Bitteschön. Sie ist verstoßen. Ich meine, das hatten wir schon mal, das Thema. Was ist denn auch verstoßen, was die Lebensmittel angeht? Ich würde mal sagen, die Lebensmittelreste. Du bist Restefutter. Das ist auch mein Reserve-Clan. Und wer war der andere, den wir hatten dafür? Oh, Armbrust ist besser geworden. Nachladegeschwindigkeit mit jedem Level drüber. Und Schaden. Das kann natürlich auch helfen. Taktaurae ist zum Beispiel auch so eine Burg, die ich abgeben kann. Du warst es. Oder? Nee, warst du vielleicht nicht meine... Wir hatten auf jeden Fall auch einen Kavallerie-Kommandanten, das weiß ich. Das warst du. Drusbalda. War Drusbalda es? Die ich zum Verwalten geschickt hatte. Sie hat auf jeden Fall nicht viel in Reitkunst oder sowas. Ich glaube nicht, dass er einer meiner Kommandanten war. Ich bin mir gerade unsicher. Müsste ich nochmal gucken im Nachhinein. Könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wer mal, auch mal der andere war, den ich hier zum Kommandanten machen wollte. Für die zwei verschiedenen Burgen. Müsste ich nochmal gucken. Bevor ich das mache. Gut, dann machen wir das dann beim nächsten Mal. Dann werde ich auch die Burggarnison nochmal verteilen. Oh, ich habe vergessen, die Gefangenen zu verkaufen, ne? Dann sollte ich nicht zu viel Garnison da lassen. Wird schon. Ja, gut. Ich würde sagen, ich bedanke mich hier fürs Zusehen und wir sehen uns hier dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye.